Ja, willkommen zu einem neuen Video und zwar zur Rezension von Madame le Commissaire und der verschwundene Engländer. Das Ganze ist Band 1 der Madame le Commissaire Reihe, die mittlerweile glaube ich schon 10 oder 11 Bände hat. Und die Vorgeschichte ist, der gute Sören von Buchbekloppt hier auf YouTube, der hat da quasi ordentlich die Werbetrommel gerührt, weil das seine Lieblingsreihe ist, wenn ich das richtig weiß, oder zumindest einer seiner Lieblingsreihen. Und ich habe mir irgendwann irgendwie Band 8 und 9 oder so auf dem Tunnelmarkt gekauft und hatte jetzt sozusagen den ersten gekauft und angefangen. Und ja, wie soll ich sagen, ich bin begeistert, aber der Reihe nach. Denn worum geht es hier eigentlich? Es geht um Madame le Commissaire. Die heißt eigentlich Isabelle Bonnet und ist eine Chefin der Antiterroreinheit in Frankreichs Regierungskreisen, quasi ein hohes Tier. Da gibt es aber ein Bombenattentat und sie wird verletzt. Und daraufhin geht sie quasi in Erholungszeit, Ria möchte man fast sagen, in ihren Heimatort Fragolin. Und das Ganze ist ein fiktiver Ort, der liegt irgendwo in der Provence. Und naja, dort ist sie natürlich irgendwie ein bisschen auf Urlaub gepolt. Aber es, verschwindet ein Engländer. Und es wird eine Prostituierte ermordet. Und das Ganze geschieht in einem Haus eben in diesem Ort. Und dann wird sie, also Isabelle Bonnet, von ihrem Chef gebeten, ob sie nicht doch ermitteln könnte. Und das tut sie natürlich auch. Und dabei lernen wir den fiktiven Ort, der aber wahrscheinlich so wahre Elemente hat, und die Leute, die wahrscheinlich mehr oder weniger Vorbilder halb fiktiver Natur haben, denn die sind alle sehr, sehr gut gemacht, die ganzen Charaktere, die sie kennenlernt, und auch sie selbst ist ein vielschichtiger Charakter, der die letzten Jahre sozusagen nur auf der Karriereleiter hochgeklettert ist und gar nicht nach links und rechts geschaut hat. Und jetzt mit dieser Auszeit kommt sie nicht so richtig klar und ist dann relativ dankbar, dass sie den Fall übernehmen darf. Vor allem, weil als sie angekommen ist, waren die Leute so ein bisschen unfreundlich abwesend zu ihr, weil sie dachten, dass eine Touristin aus dem hohen Paris, aus dem Norden, nein, sie ist da geboren und ihr Vater war da mal Bürgermeister in diesem Ort. Von daher ist sie da einheimischer als so mancher vermeintlich Einheimischer. Und das Ganze ist mit viel, so ein bisschen Situationskomik aufbereitet. Über den Mordfall möchte ich jetzt nicht so viel verraten. Ihr sollt das Buch ja noch selber lesen. Aber die Atmosphäre, die ist eben sehr, sehr schön gemacht. Und zwar liegt eben dieses kleine, fiktive, verschlafene Dorf Fragolin im Hinterland. Irgendwo hinter Cannes. Und da sind irgendwie so eine Bergskette irgendwie. So eine maurische Bergskette. So eine Art kleines Bergmassiv. Massiv, und das Ganze ist im Department Var. Das Department Var wird übrigens geschrieben wie im Fußball, der Video Assistant Referee. Nur halt die zweiten und dritten Buchstaben kleingeschrieben. Und dort begegnet eben Isabelle Bonnet, die in ihrer Ermittlungsart ein bisschen rabiat, ein bisschen draufgängerisch ist, die oftmals Dinge tut und sich nachher von ihren Pariser Chefbekanntschaften, Freunden, wie auch immer, die Erlaubnis dafür überhaupt erst einholt. Dort trifft eben Isabelle Bonnet, die also selbst so ein bisschen rabiater Natur ist, dann auf ihren neuen Assistenten Apollinaire, und die Einführung von diesem Charakter ist wirklich eines der lustigsten Dinge, die ich seit langem gelesen habe, nicht nur in Krimis, sondern generell. Denn Apollinaire, der ist eigentlich im Archiv der höhergestellten Polizeikommission tätig, und quasi mega überqualifiziert für das, was er eigentlich macht. Und freut sich jetzt auf seinen Außeneinsatz sozusagen. Und der ist halt der mega krasse Typ. Also optisch ist er so richtig schrullig, aber sehr liebenswürdig. Und er hat so eine Art fotografisches Gedächtnis. Das heißt, er kann sich irgendwie alles merken und hat voll viele Talente, kann irgendwie plötzlich PCs knacken und so. Richtiges Brain, und der macht tatsächlich diese Serie aus, finde ich. Ohne ihn wäre es nur halb so spannend oder
lustig oder amüsant. Und das ist ein Duo, dem man gefühlt hunderte Seiten lang beim Werkeln zuschauen, zulesen kann, ohne dass es langweilig wird. Deswegen freue ich mich schon sehr auf Band 2, habe ich hier auch noch liegen. War eine große Bereicherung, diese neue Krimireihe kennenzulernen. Und ich gebe natürlich an dieser Stelle, auch wenn ich natürlich ein bisschen kritischer sein wollte, habe ich ja mal angekündigt in einem Video, 5 von 5 Sternen. Weil es wirklich richtig gut. Also wenn ihr Krimis mögt, wenn ihr Frankreich mögt, dann, wenn ihr lustige, eigenartige, ja einzigartige Charaktere mögt, dann müsst ihr auf jeden Fall dieses Buch lesen. Großer und guter Tipp vom lieben Sören, vom Buchbekloppt. Grüße gehen raus. Und wenn diese Reise weitergeht, dann habe ich auch eine neue Lieblingsreihe. Ganz vielen Dank fürs Zuschauen. Sagt mal, ob ihr die Madame le Commissaire-Reihe kennt oder andere Frankreich-Krimireihen. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.